Ja, moin Leute, ich bin's wieder mal, euer X-Gamer03X und ich habe euch Let's Play GTA San Andreas Part 61 mitgebracht. Ich recorde jetzt schon den zweiten Part hintereinander, aber egal, wir machen die jetzt erstmal. It's amazing. What's up now, Torino? This history, it's all lies. Verdammt, it says Hitler killed Meadows. Himself and then we nuked Japan. And people believe this shit. Jesus. Well, if it makes them sleep better at night, I guess. Hey man, what did you want? Is you gonna free my brother? No. Not now. And here's a little news flash. I said that to get you to do something for me. Man, you real fucked up. But the shocker is, we are gonna look after him. Because I need him alive as much as you do. Oh, thanks. You know, after what you've done for me, it's like you're a pro now. I got double agents in Panama. I want to put a price on your head. A Russian spy. Little fat Boris-looking guy. He's asking for clearance to interrogate you. Russian style. Calipers on the genitals. Feels good. You'd like it. That ain't nothing cool, man. Just leave me alone. You bad news. Don't worry about it. The Russians got bigger things to worry about than your genitals, believe me. The whole country went to shit. You know, we tried hard to put a lid on it, but that idiot Gorbachev with his little strawberry in his forehead, he gave away the crown jewels. Still, they got their, you know, their boy in the White House. That was nice. So? What you want me to do? Now listen, I need you to buy me some property, okay? Shouldn't cost that much. You offer them a dollar. If they give you a hard time, kill them. I'm gonna need you to start doing some real wet work here for me soon, okay? Enough of this little girl bullshit. Now get out of here. Come on, beat it. Okay. Ah, jetzt müssen wir den kaufen. Begib dich zum verlassenen Flugplatz und kaufe ihn. Dann wollen wir mal gucken, wie teuer der ist, wa? Da der ja ein bisschen groß ist, würde ich sagen, dass der nicht billig ist. Aber naja, gut, wir lassen uns mal überraschen. Also, meine Schmerzensgrenze wäre jetzt wirklich 50.000 Dollar. Weil, naja, überlegt mal, so viel Geld. Irgendwann müssen wir uns auch mal Waffen kaufen. Und das geht halt nicht ohne Geld, ohne Geld in der Brieftasche. Bro. You know, you'll be dead soon. You've missed out on so much. It's not too late to make a change. At the Midlife Crisis Center, we know you've made a success of yourself. Oh, Midlife Crisis. Hau bloß ab, Alter. Es riecht voll auf. Bisschen neblig, kann das sein? Also ist jetzt nur eine Vermutung. Oh, alles, Alter, nur nicht brennen. Ich habe jetzt keinen Bock zu laufen. Aber so wie man mich kennt, wird das noch passieren. Ich hoffe es nicht, aber ihr kennt mich schon zu gut und damit. Naja. Glück gehabt. Das Geilste, was jetzt kommen könnte, wäre ein Stein. Nee, doch nicht. Sehr nice. Also wie gesagt, meine Schmerzensgrenze 50.000. 80.000, ey. Boah. Ja gut, müssen wir ja. Immobilie gekauft. Ich find's sehr toll. Weil jetzt habe ich endlich mal... Ich wollte schon immer mal so ein Haus auf einem... Ja, Flugplatz haben. Ist doch großartig. Einmal saven. So. Müssen wir jetzt etwa... die Flugmission machen. Ja. Well, Carl, so what do you think of our new base of operations? It's missing something. Maybe a tennis court and a pool will help motivate me better. Very nice, Carl, very cute. So listen, now, you're gonna have to learn how to fly. No, I ain't. Yes, actually you are. Oh, man. I set out a series of tests for you. You can access them on that TV. You're gonna have to prove to me that you can fly... If you're gonna continue working towards your brother's freedom. Shit. Whatever, man. Very nice. Ne, very nice. Okay, das wird jetzt nicht gut, Digga. Okay.
Nimm Kurs auf die erste Markierung. Kein Problem. Ja, das weiß ich alleine. Ich kann schon gut fliegen, aber... Puh, ich dachte, ich muss jetzt hier zurück. So. Silber? Egal. Das reicht. Landen. Das war easy. Komm, tu gar nicht so. Wir müssen Gold. So muss es sein. Weiter geht's. Kreise über den Flugplatz. Rechts. Mir egal. Mal schauen. So. Ja, also, ich bin wirklich so ein Meister des Fliegens, also das seht ihr ja. Früher habe ich das nie geschafft, auf PS2 bin ich immer fehlgeschlagen. Oh. Dust. Oh, ich hasse sowas, ey. Aber ihr findet es bestimmt ja sehr amüsant, mich failen zu sehen. Haben wir es geschafft? Oh, Silber. Reicht doch. Kreise und Lande. Oh. Das muss ich auch noch machen hier. Also das heißt, wir müssen jetzt einmal um den Flugplatz rum kreisen. Wir müssen einmal um den... Ja. Fail. Wir müssen jetzt halt einmal hier so rumkreisen und dann... Ja. Landen. So, jetzt versuche ich mich mal nicht so anzustellen. Sondern einfach nur fliegen, like a boss. Oh. What the fuck? Hab ich auch getroffen oder nicht? So. Noch nicht. Noch nicht. So, jetzt kann man langsam ansetzen. Genau in der Mitte. So ungefähr. Okay, Silber. Reicht. Hubschrauberstart. Ja, kein Ding. Ist das alles? So, und jetzt aber.
Looping ausführen. Okay. Looping. Haben wir auch die Schule hier bald mal geschafft? Gut, nächsten Rolle. Das wäre dann meiner Meinung nach der hier. What the fuck? Okay. Scheiße. Okay, reicht. Fallschirmlandung. Gut. Das ist cool. Ja, das packen wir locker. Komm schon, genau die 35. Nein. Reicht. Mission erfüllt. Respekt plus, endlich. So, das wär's noch wieder für diese Mission. Sehr langer Part. Wir gehen jetzt einfach mal saven. So. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Part wieder. Oh, Handy klingelt noch. Hello? Carl, it's Woozy. Hey, Woozy, man. What you been up to? Come along and see for yourself. I got a little business proposition for you. Come over and see the setup, my friend. Okay, for sure. I like that. Like it? You're gonna love it. It's the Four Dragons Casino in Las Venturas. I'll see you soon, yeah? Yeah, okay. Cool. Also können wir ins Four Dragon Casino. Gehen wir nochmal saven wegen dem Telefonat. Oh, nicht den. Den. So, ich würde sagen, das war's noch erstmal für den Part. Wir sehen uns beim nächsten Part wieder. Und ja, vergesst nicht, Bewertung abzugeben, kommentieren, abonnieren, falls ihr es noch nicht getan habt. Und ja, bis zum nächsten Mal. Euer XGamer032X. Tschüssi.